Hallo, ich bin gerade hier angekommen und zwar in Erftstadt bei dem großen öffentlichen Garten-YouTuber-Treffen. Das findet in diesem Jahr das zweite Mal statt und ich bin das erste Mal dabei. Ich freue mich riesig. Wir haben gestern Abend schon ein bisschen aufgebaut. Ich habe es ja nicht ganz so weit und konnte dann auch ein klein wenig mithelfen. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Tag bringt. Ich werde fleißig filmen, habe hier meine Helfer dabei, der Sohnemann, der hier für mich die Kamera hält. Und jetzt sage ich mal, bis später, bis gleich. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Also wie ich das hier sehe, hier sind schon jede Menge Menschen unterwegs. Wir gehen jetzt mal da rein und dann gehen wir mal zuerst zu dem Platz von den Garten-YouTubern. Hallo. Moin Viola. Grüß Morgen dich. Conan, grüß dich. Ja, und schon fleißig. Ja, ein bisschen, ne? Ja. Prima. Wünsche ich dir viel Erfolg. Ich strome hi. Ich strome mal so rum. Ich sag erstmal Hallo überall. Ne? Das ist mein Sohn. Ja, genau. Der so lustig kocht. Genau, der immer die ganzen Sachen macht, ne? Genau. Ja. Also von den Videos halt. Ja, richtig. Hallo, ja. Na? Hi. Auch mal wieder surfen gewesen? Ja. Super, echt cool. Ja. Finde ich klasse. Vor kurzem gibt's ja auch noch nicht Thema. So viel, ne? So viele Kanäle, so Garten, ja. Kochen und so weiter. Ja. Und dann trotzdem noch surfen, das ist echt eine ja. gute Mischung. Finde ja. ich cool. Ja. Hallo. Okay, wir ja. gehen hier erstmal. Bis später, Conan. Bis später. Der wandert auf der Kanzlerin. Ja. Geh mal einmal hier rum, wa? Würde ich sagen. Okay. Guten Morgen, Herr Nordschilli. Hi. Na? Gut angekommen? Ja, selber auch. Ja, klar, ich habe doch nicht weit. Knappe 50 Kilometer. 50? Ja, klar. Uhu. Lebensgefährtin von meinem Sohn, das ist mein Sohn. Ja. Hallo. Hallo Sohn, hallo Lebensgefährtin. Ich geh mal rum, ich sag mal überall Hallo. Ja. Ne? Ja. Viel Erfolg. Ja. Bis später. Kommt die Sonne, na Gott sei Dank. Oh, schon mal gut. Man ist so ein bisschen planlos. Ne? Man muss erst mal einen Überblick mal kriegen hier. Guten Morgen. Hey. Viola, hi.
wollt euch ja wenigstens mal begrüßen, ne? Hi. Hallo. Wächst so schnell. Ja, ich wollte gerade sagen, morgen Ralf, Viola. Gehen wir mal weiter, ne? Ist schwierig, wenn da zu eng ist, ne? Hallo! Ist hier ein Kaffee, ne? Hallo, ich hoffe, nachher wird es ein bisschen ruhiger, dann kommen wir auch mal ein bisschen durch. Ja, ich wollte mal fragen, hast du so eine Meterbohne? Ja, Meterbohnen sind hier. Ach, sehr gut. Wie viele? Eine. Das hätte jetzt das nicht. Tu mir mal zwei. Ja, der Gärtner kannte die. Die Yin-Yang-Bohne. Aber die sieht man selten im Laden. Da steht Steckbohne. Ja. Wenn man drei für zwei. Das ist egal, das ist vom letzten Mal. Das ist 100 Bohnen mit. Ich danke dir. Bis später. Ja, nachher mal in Ruhe, wenn der größte anderen vorbei ist. Bis nachher. Der Wahnsinn, ne? Wie viele Pflanzen haben wir? 57 habe ich gesehen. Ja, ne? Ja gut, fünf, das nehme ich auch. Okay. Ich setze mal eine Maus. Bin am Gucken. Ich habe ja nicht so viel der Platz. Der ist ja super gut umringt hier. Der stand, ne? Auch von der Gemüsekiosk. Ja, super toll. Besuch. Wir freuen uns alle über die tollen Besucherzahlen. Echt super, ja, danke, dass ihr da seid. Du, Viola, ich habe hier eine kleine Unterschriftenaktion gemacht. Und zwar möchte ich gerne, dass alle, die dabei sind, alle YouTuber einmal unterschreiben und der Zuschauer kann das dann gewinnen. Das möchte ich gerne. Sehr schön. Verlosen. Ja, mache ich. Ja, na klar, mache ich das. Logo. Machen wir da alles mit hier. Super. Vielen Dank für deine Unterstützung. Schön, ein kleines Kunstwerk, super. Klasse. Und auch ganz viele andere haben auch schon unterschrieben. Und oh, wie schön. Das T-Shirt könnt ihr dann gerne auf meinem Kanal gewinnen. Vielen Dank. Ja, das ist eine super Idee. Freizeitidyll am See hier. Danke, Leute. Jetzt danke, liebe Viola. Ja, gerne, Cola. Bis später. Ciao. Wichtiger, hallo. Hast du was eingekocht? Tine, du bist ja voll. Was ist das? Das sind, Nadja hat so super ein Quadratmeter Glück verschiedene Kartoffelsets zusammengestellt. Och, wie schön. Das ist aber toll. Hast du richtig gut gemacht, oder? Ja, richtig. Super. Ne? Ja, okay. Jetzt habe ich die Kartoffelpyramide schon voll. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche einen Acker. Ich brauche einen Acker. Ah, schön. Ja. Denn, das ist hi. Hi. Nadja, bist im Stress. Ja, aber hallo. Tine, hi. Schön, dass man sich mal kennt. Ja, finde ich auch. Ja, ganz super. Ganz viele Leute hier, die ich noch nie gesehen habe, aber schon viel geschrieben habe. Ja, ja. Ja, geht mir genauso. Ne? Ich war gestern dann auch schon mal kurz hier. Ne? Man ist ja dann noch so ein bisschen aufgeregt. Ne? Ja. Alles neu, alles fremd. Nein, aber es ist wirklich ganz toll. Und guck mal, was hier los ist. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und alles nette Leute. Ne? Ja, wirklich. Ja, wir haben sowieso die besten Fans der Welt. Ne? Ja, so ist es. Ja. So ist es. Gartenarbeit macht glücklich und entspannt. Das merkt man immer wieder. Das war, ja. Ja. Nadja, berat mich mal. Ja. Meine Kartoffelpyramide ist schon voll, ne? Ja. Kann ich die auch in Kübel machen? Wenn man nimmt die einzelne. Ja, was du mir so empfiehlst, weißt du? Da gucken wir nämlich jetzt ganz sorgfältig nach. Weil ich habe überhaupt gar kein Kartoffelglück. Weil ich, Hör mal, Pflänzchen, habt ihr aber auch Kartoffelpflänzchen? Ja, ohne Ärger. Guck hier, da vorne sind alles Pflänzchen, das sind Pflänzchen. Also, nee. Okay. Helf mir ja, mal klar. Bitte. Also du brauchst was, genau? Ja, für einen Kübel. Für einen Kübel. So, da habe ich nämlich wirklich mehrere. Die okay. Große Kübel. Magst du auch blaue und rote? Gerne. Ja, dann nimm dir mal die Blue Danube. Das ist nämlich, warte, hier, das ist das schönste Pflänzchen. Das ist okay. Eine richtig super tolle Sorte. Mhm. Und
Robust vor allem. Wie viel Liter sollte der Kübel haben, was denkst du? Ich habe diesen Kartoffelpott. Aber das habe ich mal versucht, ja, das hat nicht funktioniert. Sagen wir mindestens 20, würde ich sagen. Ne? Okay. Also einmal okay. Ist schon was Tausche knapp dann. Gegen zwei Zehner. Ja. Gut. Ja. Dass ich die Zähne nicht würde, ich ja gar nicht auf die Reihe kriegen. Ja, ne? Glaube ich, du hast ja wirklich Stress hier. Ja, ja. Ja. Geht gar nicht anders. Bist ja auch berühmt. Necker. Na klar. So, was noch? Kübel, ne? Ja. Das hier ist eine Späte, die ich dieses Jahr das erste Mal habe. Und wo ich mir sehr viel von verspreche, die vor allem so wahrscheinlich so ähnlich ist wie die Bonita Ojo de Perdiz. Probier die okay. Auch mal. Wir probieren die probier mal. Ich die auch mal. So, eine noch. Noch eine. So, wir haben jetzt, das ist eine bunte, das ist eine blaue, der kostet jetzt noch eine rote, das war die rote Isländerin. Das habe ich vom... Okay. Oh, die muss auch wirklich in die Erde. Aber die ist so schön gewachsen, weißt du? Ja, super. Okay. Ja, toll. Dann nehme ich die mit, dann teste ich da. Was kriegst du denn jetzt von mir? Danke. Wo ist der Timo? Ja, die Pizza kostet nachher. Wann denn? Am Ausgang der Position. Ich glaube, ich räume dich aber mal nach, denn das sieht doch schon echt scharf. Nadja? Sprich. Ich danke dir. Ich danke dir. Ah, Mangold. Mangold ist gut. Bitte was? Okay. Hallo. Hallo. Morgen. Möchtest du Mangold was kaufen? Ja, ich hätte gerne Mangold. Ah, es ist, siehst du schon etwas rar geworden? Was, ja, so ein bunten. Also das ist ein gelber, guck mal, der sieht doch schön aus. Ist das Stielmangold, ne? Bitte? Ist Stielmangold. Ja. Okay. Musst du einmal da um die Ecke gehen? Ja, Rainbow. Ja, ja. Was bekommst du denn? Super. Noch einen? Und noch oder noch einen? Ja. Nee, noch. Kannst du mal den halten, den Ball? Das eine Blatt, das ist da so drin. Warte, was ist das? So, mal, der ist ja schön, ne? Ja, der ist schön. Danke dir. Ja, es sind danke viele. Auch. Das ist auch Sorte heißt es. Bis später mal. Ja, bis später. So, und dann hast du gesagt von deinem tollen Schnittlauch. Das ist der Schnittlauch hier, genau. Ja. Da such dir auch einen aus, welchen du möchtest. Ja, weiß also ich nicht, sag mal. Es wird alles dick. Ja. Jeder vermehrt sich und wird alles dick. So? Ja. Und Fenchel, ne? Und Fenchel. Quasi Hülyenblitz. Rügenblitz. Möchte jemand Zeitung lesen von Enzo Rügen? Nein? Ich hab dir übrigens auch Kaffee mitgebracht. Ich gehe jetzt mal da hinten rüber. Ich trinke jetzt mit der Nadine von Sandlebensgartenkanal ein lecker Käffchen. So. Wird's weniger. So bin ich zu dir. Oh. Was sagst du dazu? Zucker? Oh. Löffel? Viola. Und ich soll das hier nehmen? Ja. Danke. Bitte.
Ich habe auch eine Tasse. Schnapsglas mit Kaffee. Jetzt dürft ihr aber nicht wackeln. Alles gut, ja, ja. Ja, ja. Ich bin so ein bisschen am Rumschnürfen. Bei euch auch alles gut. Du hast ja keinen Stand, ne? Nee. Du kannst so schön rumlaufen. Ja, ja. Nee. Wenn ihr kommt seit, kannst du sagen, 9:30, reißt das hier nicht ab. Ja, ist unglaublich. Ne? Ist ja super. Mehr als toll. Letztes Jahr. Wahnsinn. Toll. Yes. Guten Morgen. Das war vorhin hier so voll bei dir. Ich glaube, da habe ich so alles mit. Ja. Und hast aber schon schön was verkauft. Ja, Wahnsinn, ne? Ich bin schon echt geplündert. Ja, super. Ja. Ich hatte gehofft, du hättest noch eine Czerny-Brenz, aber... Ich glaube... Alle weg, ne? Sagt dein Mann. Ich bin gerade ein bisschen am Sortieren, aber alles ich glaube, die sind alle weg. Ja, ja. Ja. Ja, dann kommst du mal so zu mir zum Kaffee, ne? Und dann kriegst du noch eine Czerny-Brenz. Oh, dann ist aber lieb. Mach ich mal. Wobei... So weit ist das ja auch nicht. Leckrim kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Die hat mir noch persönlich besser geschmeckt als ich. Ja, aber die brauchen alle ein Dach, ne? Das ist besser. Das ist ein Fleischtomate, ne? Aber du hast kein Dach? Noch nicht? Okay. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, mir ein Quadratmeter Dach zu bauen. Ja, Hammer. Darunter kommt dann die Krim, ne? Genau. Ja. Ja, hör mal, dann nehme ich die doch mit. Ja? Ja. Okay. Ich kenne meine Babys. Ja, sehr schön. Ja. Was kriegst du dafür? Ausgeschnitten werden, keine Preise hier. Keine Preise hier. Alles ganz geheim. Ach ja, wie schön. Aber ein Foto müssen wir auch mal machen. Okay. Aber ich war gestern auch schon hier, so ganz spontan. Ich habe dann gedacht, oh, guckst du einfach mal. Ne? Ich hatte dann doch so gejuckt. Ich wollte ja gestern auch schon, ich war in Aachen. Frisch was los? Ja, letztes Jahr war Hälfte. Echt? Ja, also hat sich definitiv vergrößert von der Menge her. Ja, letztes Jahr war ich gar nicht hier. Ne? Da habe ich dann irgendwie gar nicht mitgekriegt. Einfach mal gucken, kennenlernen so ein bisschen. Aber mittlerweile ist ja schon community-mäßig. Ja, finde ich toll. Finde ich richtig toll. Auch alles nette Leute. Ja. Macht Spaß. Ja, ich werde mal gucken, was der Rest so macht. Und mach wir sehen uns bestimmt noch, ne? Bis später. Alles tschüss. Hi, ihr zwei. Alles gut? Hallo, Efkan. Alles gut? Hi. Hey, Felix, wir haben uns denn gestern schon gesehen. Ja, gestern schon. Ja, was möchtest du denn haben? Was hast du denn Schönes? Einen leckeren Kürbis, Muscat de Provence. Oh Gott, den kriege ich ja gar nicht unter, Mann. War mein Garten so klein. Was hast du denn? Zucchini ist kleiner. Thymian, Mais haben wir hier, Paprika. Wassermelone. Rotkohl? Gib mir Rotkohl. Da sind 3 Stück drin. Ja, supi. Okay, ich danke euch. Danke. Viel Späßchen euch noch. Ja, ne? Gut gelingen, danke. Ne? Ja, bis später. Tolle Tipp von dir sehen, ich eben. Ja. Sag's dir. Und mich verlinken, ne? Bis dann. Ciao. Hallo. Ich würde sagen, Garten-Einkochfee, da kann ich noch was lernen. Jetzt muss ich dich doch noch mal ansprechen. Ich hatte mich doch vorhin vorgestellt. Du hast mich so angeguckt. Ich habe gesagt, hallo Ralf. Das habe ich ein sehr schlechtes persönliches. Nee, ist doch gar nicht schlimm. Wir kennen uns ja auch gar nicht persönlich. Ne? Aber schön, dass ich dich mal kennenlerne. Er ist verrückt und ich habe keine Angst. Ja, freue ich mich. Man verfolgt das ja so. Ne? Ich gucke viel von dir. Viel zu lernen. Garten-Einkochfee. Wo meine ja keine Anleitungen sind. Nicht vergessen. Nee, aber trotzdem. Ich sage ja nur, was ich tue und... Ja, aber ich finde das super. Ne? Guck mal, ich habe. Aus der Ecke, oder? Das hört sich so rheinisch an. Leverkusen. Ja, ja, Leverkusen. Okay, ja. Und habt auch einen Kanal oder so? Ja, ja. Ah, ja. Garten-Einkochfee bin ich. Also ich auch. Aber noch ziemlich klein. Nichts mit Garten. Heute nur Kameramann. Ich guck da gelegentlich mal rein. Ja, guck's schon mal. Ja, ich habe ja nicht viel Platz. Ne? Guck mal, ich habe die Kamera laufen. Ist das in Ordnung? Mach nicht. Ja, ja, Mensch. Okay, nee, ich frag nur. Ich bin so kamerascheu.
nicht. Ne? Aber du kennst dich wirklich mit dieser traditionellen Haltbarmachungsgeschichte aus? Im Großen und Ganzen, ja. Ich lese mir dann auch vieles ein, auch alles Mögliche. Also Suppen, Tomatensuppen und Zucchini-Suppen. Und mir sind natürlich auch schon Gläser aufgegangen. Ne? Also so ist das nicht. Ja, ich lese mich da durch und dann kenne ich das halt auch noch so von meiner Oma. Ne? Ja. Und statt einfrieren oder parallel? Ja, nee, vieles statt einfrieren. Ja, aber auch einfrieren, beides. Aber bei mir sind das ja auch immer nicht die Riesenmengen. Ne? Ja, ja. Soll ich dich anrufen, wenn ich mal wieder was habe? Zum Einkochen? Ja. Oh Gott, so kann man ja mal Kontakt. Einlegen. Oh. Ja, Gurken einlegen und so ist das schön. Sagen, ich komme darauf zurück. Ey. Und dann komme ich, ja? Ja. Ist ein Wort. Leverkusen ist nicht weit weg. Nee, genau. Machen wir. Einmal über den Rhein. Ja. Oh, ich freue mich, finde ich super. Ich danke dir, Ralf. Bis dann. Ich soll hier bloß mal schön lächeln. Ja. Och, Lutz. Ja. Hi. Ja, ist klar. Ja, ja, schön. Ja, ja. Gerade beim FK. Ja, ja. Nee, aber gut, dann machen wir. Jetzt gehen wir mal erst was essen, okay. Ja, essen klingt gut. Okay. Oder ich muss jetzt schlau. Anni. Hallöchen. Hallöchen. Na? Na? Ich habe vorhin schon gesagt, ich sage, Mensch, die Anni ist überhaupt noch. Doch, ich bin schon ein, zwei Mal bin ich schon. Echt? Mit rum. Hallo, Mai. Hi. Naja, jetzt gehen wir mal was essen. Ja, wir gucken noch weiter und dann, wie gesagt, noch ein paar Plätzchen holen. Ja. Und dann in Ruhe mal genau gucken. Und dann in Ruhe, genau. Okay, wir gehen jetzt mal was essen. Viel Spaß. Bis später mal, ne? Tschüss. Draußen. Ja, tu mir mal 8 Stück vielleicht. 8 Stück? Okay, gut. Und dann habe ich bei dir gesehen, genau die. Die bräuchtest du zum Festklipsen von der Schnur. Sehr 10 gut. 10 Stück, 1 Euro. Ja. Dann nimmst du dir selber 10 raus. Okay. Und dann diese so um die Ecke da. Genau. Nimm dir erstmal, wir bestellen gleich. Du glaubst mir, ja? Ich glaub dir. Deine Mutter meint, ich glaub ihr hier nicht. Also Jona, ich habe vollstes Vertrauen zu dir. Das ist schön, das freut mich. So. Und jetzt brauche ich diese Eckdinger, ne? Diese Kopfhaken. Die brauchst du nicht für die Tomatenhaken, die brauchst du für Gurken. Die brauche ich für Gurken, ja. Dann nimmst du einfach ein Stück Jute, hängst das und wenn da kann die Gurke dann wieder runterwachsen. Ja, du musst super. Du nicht ab. Super, okay. Die kosten 60 Cent das Stück. Ja. So. Genau. Brauche ich jetzt noch irgendwas, Fachmann? Wenn du schwere Tomaten hast, wenn du schon mit Schnüren hochziehst, hier an der Schnur festklippen, okay. Da die Rispe einhängen, dass die nicht umknicken. Ah, gut. Und Dünger könnte ich dir noch anbieten. Guten deutschen Dünger. Ja, das ist auch gut. Nur am Essen. Die große? Die große ist die letzte, die wir haben. Mhm. 14. Und den Dünger? Wie viele Tomaten hast du denn? Also das reicht. Das reicht. Das ist für 25 Liter Wasser reicht. Guck mal bitte aufs Schild. Danke. Ja, danke. Super. Ich danke auch. Auf dass die Tomaten gut gedeihen.
Soll ich? Unterschreibe ich gleich mal, wa? Oh ja, ja, du musst noch, ja. Mache ich gleich mal. Lass es dir gut schmecken. Oh, danke. So. Okay. Und dann kommen auf einmal nochmal 4 Meter breiter Streifen. Ich habe so viel, was ich hier mit mir rumschlecke. Und mit deinem YouTube-Namen auch, ne? Also ich habe auch einen Kanal. Okay. Aber ich bin dass man weiß, wer. Das kann auch eine Begleitung meiner Mutter. Sie sieht also ein bisschen lang hier, ne? Ja, können wir ein Foto machen, Carmen? Heute ja. Ich komm rum, ruhig. Dann musst du. Ja, oder? Egal. Ja. Mal ich dir noch ein schönes Blümchen. Schön. Wann wolltest du das machen mit den Interviews? Was denkst du? Ja, ich würde es jetzt machen, weil jetzt die Schlange weg ist. Ja, gerne. Gerne. Wo sollen wir hingehen? Ich habe ja keinen Stand. Ach, dann machen wir es irgendwo hier. Kulisse da hinten, sodass die Sonne ein bisschen auf dich scheint. Machen wir das jetzt sofort. Okay. Hast aber auch einen Stress hier, wa? Ja, aber die sind alle super süß. Ja, sind alle nett. Ich finde auch alle super nett. Ja. Macht Spaß, echt. Ja, okay, dann sag mal, wo wir hingehen. Ja, mach mal dein Equipment da. Schon eine gewisse Größe. Und man muss doch alles locker. Alles locker, alles easy. Sagst du mir deinen Namen und auch deinen YouTube-Kanal? Ja. Ich bin die Viola und mein YouTube-Kanal heißt Garteneinkoffee. Seit wann machst du das und wie viele Abonnenten hast du so ungefähr? Ich habe jetzt ungefähr 5.700 Abonnenten und seit Anfang 2015 bin ich dabei. Okay. Was sieht man auf deinem Kanal? Hast du dich für irgendwas spezialisiert, auf irgendwas spezialisiert? Ja, ich habe da so mehrere Richtungen. Natürlich einmal das Gärtnern, dann koche ich ein, ich koche und ich habe 2 Hunde, die dann auch schon mal auftauchen, ne? Okay, die Hunde sind jetzt nicht so der Gartenrenner, aber nee, das Einkochen muss ich sagen. Das Einkochen, deswegen bin ich auch auf dich gekommen. Ne? Hatte ich dich schon abonniert, glaube ich, bevor ich überhaupt mit YouTube begonnen habe. Du bist ja schon eine Weile dabei. Ja, richtig, genau. Sagst du mir noch dein Lieblingsobst, dein Lieblingsgemüse und dein Lieblingsgericht? Okay, mein Lieblingsgericht ist Spargelcremesuppe und mein Lieblingsobst sind Erdbeeren und Gemüse mag ich sehr gern Mangold. Mangold, okay. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage. Mhm. Wenn du mit deinem YouTube-Kanal so richtig durchstarten würdest, viel Geld verdienen würdest, würdest du deinen Originaljob dafür aufgeben? Nein, denke ich nicht. Denke ich nicht, weil es soll mir Spaß machen und das ist die Hauptsache. Okay. Ja. Und jetzt würde ich gerne noch wissen, sag mir deinen Lieblings-YouTube-Kanal außer dein eigener, außer Rigotti. Außer Rigotti, der Selbstversorger und Sandlebensgartenkanal. An sich alle Kollegen hier, die machen alle tolle Videos. Also da will ich gar nicht jemanden so hervorheben. Ich finde sie alle klasse. Okay, aber so der Lieblings ist der Ralf. Der Ralf, ja, okay. Der war ja auch der Erste. Ja, genau, ne? Genau. Ja, genau. Gut, Jola, vielen Dank und viel Spaß weiter ich danke hier. Dir, Florian. Danke auch. Ja. Sehr schön, das war's schon. Ja, kurz und knackig. Okay, super. Darf ich das? Ne? Ja. Ja, ist ja mein Sohn. Ah, ja, mein Sohn. Du hast ihn dazu gebracht, hat sich schon erzählt. Genau, habe ich dir erzählt. Mit Lebensgefährtin. Ich habe auch YouTube-Kanäle. Und Hi. Ja. Darf ich das auch verwenden, Florian? Natürlich. Darf ich das ruhig auch, wenn du das verwendest, auch hochladen? Ihr habt das ja gefilmt hier. Ja, 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 wenn ihr das mögt. Darf ich, ja? Natürlich. Ah, super. Vielen, vielen Dank. Okay. Toll. Ich danke dir. Schön. Vielen Dank auch an dich. Ja. Schön, ne? Kleine Reihe, zweite Reihe. So drei Stück 5 Euro. Und jetzt du? Ja? Hier hast du gesagt. Wo, du willst, also ich hätte schon ganz gerne hier weiter aufgenommen. Wo soll ich denn? Wo du willst. Wo Platz ist, wo du es hinkriegst. Dann gib mir eine in die Hand. Ich frag dir nicht. 10 plus 2 Kilometer. Ich? Einmal Rügen, einmal Berlin. Sandlebensgartenkanal. Das ist ruhig, der ist so einer Rügen. Der ist nach Rügen gezogen. Von Überlingen am Boden. Okay. Überlingen. Schön, ne? Ja, bei dem wird es noch Überlingen. Das ist ja witzig.
Kind für dich. Ich komm gut nach Hause. Nicht schlimm. Und tschüss. Wir sind weg, kommt gut nach Hause. Das Jahr davor waren sie, glaube ich, bei Ralf. Die sind doch so mega scharf. Ne? Seht aber zu, dass sie jetzt zum Auto kommt oder so. Der kommt jetzt. Eben, wir machen jetzt eine Runde und dann fahren wir auch heime. Ja. Ne? Ciao. Ciao. So richtig Feuer. Genau, ja. So, schmeißt du mir da noch meine Thermosflasche? Und die Pflanzen noch, ne? Ne, die habe ich schon. Ach, das waren ja auch noch meine. Oh, hör mal, da muss ich gleich noch mal rumkommen. Ihr habt keine Tüte, ne? Ja? Ja. Das heißt nichts. Ich habe schon gefragt, kommt sie dann noch mal? Okay, wie oft haben wir uns jetzt schon verabschiedet? So, krass, krass, krass. Was ist passiert? Ich weiß noch nicht bei euch, ne? Warte mal. Ich hatte in die Gruppe geschrieben, dass jeder YouTuber, auch wenn kein Stand vor, für die Betreiber von dem Gelände 10 Euro gibt. Ja, okay. Die bauen ein neues Bienenhaus und lass es mal eben hingehen. Ja. Irgendwas Ochsenherz. Das habe ich noch nicht gemacht. Dann ich. Jens? Einmal? Ja. 10er sagst du? 10er, ja. Brauchst du eine Spendenquittung? Super, danke. Okay, gerne. Was gut, dass ihr hier wart. Super, war richtig toll. Hat echt Spaß gemacht. Das ja? Freut mich. Tschüss, aber ihr könnt erst ab 16 Uhr mit dem Auto reinfahren, ne? Aber nein, ich habe keinen Stand. Nee, nee. Nee, nee. Wir brauchen nur Abbau. Dann dürft ihr gehen. Ja. Oh, danke schön. Ja. Tschüss. Tschüss, man sieht sich. Ja, wir hauen ab, wir fahren heim. Okay. Wie lange fahrt ihr? Och, knappe Stunde. Ja, dann? Ja, gut. War sehr schön. Also mir hat unheimlich gut gefallen. Ich fand das ganz toll. Ja, auch alle zu sehen mal, ne? Und so. Ja, ja. War also echt super interessant. Ich fand richtig toll. Ja, dann sehen wir gut. Uns. Gut, Nadja. Viola. Ich hab's einfach nicht auf die Reihe gekriegt, ne? Ich hab das doch gemerkt. Du hattest doch so viel Stress. Ich wünsch dir was. Dir auch. Ne? Schön, aber dich mal gesehen zu haben. Ja, und wenn ich mit den Kartoffeln nicht klarkomme, dann sag's mir Bescheid. Ticker ich dich an. Ja. So, wir sind zu Hause angekommen. Der Tag ist vorbei, natürlich noch nicht ganz. Also ich bin begeistert von diesem Treffen, so viele nette Menschen kennengelernt, also diese Persönlichkeiten, die da so hinterstecken, was sagst du? Ja, also wie gesagt, ich fand es auch sehr, sehr schön, viele interessante Menschen kennengelernt, vor allem die man sonst nur so durch die Videos kennt. Ja. Und die dann in Natura kennenzulernen, also viele sympathische Menschen dabei. Ja. Und den einen oder anderen werde ich auch noch nachträglich abonnieren, den ich jetzt noch nicht kannte. Ja, genau. Also war super cool, die Leute kennengelernt zu haben. Ja. Ja, vor allen Dingen bin ich natürlich auch mega dankbar hier meinem Sohn und seiner Lebensgefährtin. Die haben mich ja heute begleitet und haben meine Kameraleute gemacht, haben mich da wirklich unterstützt und mir so richtig den Rücken gestärkt. Also das finde ich klasse. Da sage ich erstmal ganz, ganz danke. Auch Dankeschön, liebe Kamerafrau. Sehr gerne. Ja, also da bin ich wirklich happy, dass ich die zwei da auch an meiner Seite habe. Ne? Und ein zweites Video über das Treffen aus der Sicht meines Sohnes findet ihr dann auf seinem Kanal bei Lean Macht TV. So, und jetzt bin ich erstmal groggy, lass jetzt mal den ganzen Tag so sacken für heute. Bin wirklich ein bisschen geschlaucht und groggy, aber es hat sich gelohnt, es hat so viel Spaß gemacht. Ganz, ganz toll, super Zuschauer, super Besucher, tolle Jungpflanzen, alle haben sich so viel Mühe gegeben. Also rundherum ein absolut gelungener Tag. Und noch auch noch mal danke an den Sascha, der das wirklich alles toll organisiert hat. Super Event. Ich hoffe, dass das im nächsten Jahr wieder stattfindet. Wenn euch mein Video gefallen hat, der kleine Einblick in den Tag des Garten-YouTuber-Treffens 2019, gebt mir mal ein Däumchen hoch, darüber würde ich mich freuen.
Und ansonsten sage ich lieben Gruß hier bei mir jetzt aus meinem Garten. Bis bald, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.